Könnten wir eigentlich dem Schaman auch geben. Ja, obwohl ich gar nicht so schlecht finde. Denn der Angriff, ich glaube, der macht eh nichts aus. So, okay. Ja, Zongo, hey, Zongo, lang ist es ist her, was? Hier, ich habe mitgebracht, was du haben wolltest. Klasse, jetzt kann ich das hier fertig machen, nur noch ein paar Tage. Berichtet dem König von diesem Bau, er durfte hoch erfreut sein. Was war das für eine Ratte? Die kam mir auch irgendwie bekannt vor. So. Ich dachte, wir sind zum König. Wieso geht... Na okay, dann reisen wir da eben nochmal hin. Auf, auf! Wir können natürlich dann auch da nochmal hinreisen. Zu diesem Zentrum da. So, Burg Abendlicht. Okay, jetzt reisen wir mal in Burg Abendlicht. Hätten wir doch gleich von dem Portal aus dahin reisen können. Na, okay. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Auf zur Burg Abendlicht! So, schauen wir mal. König, wie sieht's aus? Der König hatte vom Turm seiner Burg Ausschau gehalten und sah euch herannahen. Schnell steigt er zum Tor hinab. Schnell? Schnell wahrscheinlich, wa? So, Na, der hat ja auch eine schöne Färbung, wa? So blass. König, Grüße, Abenteurer. Was ist der Grund für eure Eile? Also, es gibt da ein Portal, das seltsame Wesen aus einer anderen Wirklichkeit und Zeit hierher führt. Wir konnten ein paar Lebensformen helfen, die jetzt eine Art Seehafen bauen. Wie? Was? Ein neuer Seehafen? Ganz ohne Baukosten? Dafür werden wir schon bald Verwendung haben. Nehmt dies hier und bringt ihm etwas zu essen. Okay. So, dann bringen wir denen natürlich auch mal gleich was zu essen. Dann sind wir die. Dann sind die Gerüchte also wahr. Wie viel brauchen wir denn, um da hinzureisen? Hallo. 23. Dann passt das. So, dann machten wir doch gleich nochmal hier den Verkäufer. Das brauchen wir nicht. Ach, die Eier hier. Scheiß auf die Eier. Wer braucht noch Eier? Wir sind doch nicht Oliver Kahn. Der sagt, Eier, Eier brauchen wir, Eier, Eier, Eier. So. Hier, scheiß auf Eier. Wir brauchen Eier. So. Den Pilz, den können wir erst nochmal behalten. Ach, gehen wir hier. Boah, hier, frisst einen Pilz. So. Jetzt wollte ich bloß nochmal hier... 1, 2, 3, 4. Shit happen. Haben oder nicht haben. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, Freunde. Müssen wir mal gucken, was dann passiert. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Der ist noch nicht hier Stufe 32. Und unter anderem diese Bedrohung wird ja nicht gesenkt bei dem. Nun gut, müssten wir mal dann schauen, wie das dann bei dem aussieht. Okay, überbringen, seltsame Nahrung. So, Wahrnehmungswurf. Ja, ich weiß schon, was ihr versuchen wollt. Leider habt ihr dafür zu schlecht gewürfelt. Gibt hier nichts zu würfeln. Geht weiter. So, der König verhält sich so eigenartig. Ich glaube, irgendwas ist hier im Gange. Ja, aber nur mal in deinem Kopf. So, okay. Dann reisen wir mal nach Schiffbruch Bay und versuchen mal rauszufinden, was da los ist. Schiffbruch Bay. So. Es wartet schon auf uns. Lass uns die ganze Nacht durchspielen. Ich glaube nicht, das werden wir heute nicht schaffen. Fallen nämlich jetzt schon ein bisschen die Augen zu. So ein bisschen. Die Gruppe wird angegriffen. Seltsame Nahrung muss beschützt werden. Das kriegen wir hin.
jetzt Moment, jetzt eskortieren wir gerade Nahrungsmittel. Und dann auch seltsame Nahrungsmittel. Sowas wie Chiwabchichi und Gyros. So. Noch ein Pilz. Yeah, Mann. Bald machen wir uns eine Pilzsuppe. Ach, verdammt, die Anna hat mir ja gerade gefressen gehabt. Ach, schade. Und ich habe mich schon auf eine Pilzsuppe gefreut. So. Noch ein Schlag und hier. Ach, easy doing. So, 18 Gold. Jetzt sind wir schon bei 69 wieder. Mann, wir sind richtig reiche Männer. Weiter geht's. Hey, der König hat euch Essen gebracht, damit ihr nicht verhungert. Ich bin nicht hungrig. Lasst mich einen Blick darauf werfen. Ich habe Riesenhunger. Hey, wollt ihr uns etwa vergiften? Nein, auf keinen Fall, verdammte Wahrnehmungswürfel. Würfe. Keine Sorge, Zro. Sie sind loyal, aber was wir befürchtet haben, geschieht bereits. Oh, oh. Hä? So, Zro. Wenn uns dein König dieses Essen angeboten hat, dann will er unseren Tod. Okay. Das klingt natürlich nicht sehr schön. Trank des Fluchbrechens. Ich wusste es, schon bald wird es zum Angriff kommen. Aber was für Angriff? Wir können nicht darüber sprechen. Geht nach Burg Abendlich und gebt dem König diesen Trank des Flugbrechens. Dieser Trank sollte das Böse in seinem Inneren vernichten. Okay. Also ist der schon wieder verflucht? Der alte Sack, der wird ja ständig verflucht. So. Jetzt wollen wir den Trank... Ja, Gott, ey. Die schicken uns nur von A nach B und B nach A und dann sagt man hier wieder wunderbar. Ach, das ist nervend. Wir sollten auf alle Fälle für die nächste Aufnahme schon mal festschreiben, dass wir nach Dingsbums gehen. Hier in dieses romantisches Nest. Das Ding möchte ich auf alle Fälle mal erleben. Obwohl, was heißt hier nächste Aufnahme? Wir machen das jetzt gleich. Nachdem wir hier dem Typen den Trank gegeben haben. Dem König. Herr mit dem Gold! So. Als ihr Burg Abendlicht erreicht, steht der König bereits in im Freien und beschwert sich über die Hitze. Das dürfte einfacher werden als gedacht. Ja. Hey, König, wie wäre es mit einem Kaltgetränk? Überzeugungswurf. Ja. Oh, ja, sehr gerne. Glucker, was ist denn da drinne? Sollten wir abwarten? Wäre wohl besser. Ah, das brennt. Bei den Göttern, was ist passiert? Wurde ich schon wieder verflucht? Hm, ja, aber wir haben dich gerettet. Ah, perfekt. 48 Gold, ein Schleifstein. So. Ah, ey, wir haben hier eine neue Quest. Bitte, Abenteurer, meine Schwester wurde von Mächten des Bösen entführt. Sie wurde zum Vulkan des Phönix verschleppt. Keine Sorge, Prinzessin, wir werden hier... okay, dann werden wir meiner Schwester eben helfen. Da haben wir wirklich alle Quests erfüllt. Gucken wir mal. Vulkan des Phönix. Aber mir scheint es wirklich so, durch diesen Zauberwürfel, den wir uns gekauft hatten... würfeln wir immer so, dass wir keine Zwischenkämpfer allein. So, um den Gegenstand Prinzessin-Schwester zu retten, müssen alle zwei gegnerischen Angriffswellen besiegt werden. Oh nein! Zwei Angriffswellen! Das ist ja hier... Phänomenopel ist das ja. Hm.
Rekord der Macht. Ja. Okay, so. Bang! Voll auf die Nase und hier noch ein Feuerhagel hinterhergeballert. Super Sache. Ich finde hier Smeargold immer noch cool, wie da seine Hand da oben oder beziehungsweise da unten herumschwimmt. So, Statusfeld. Ja, also das geht, das kann man hier mal so an Damage rausknallen. Schöne Sache. Schwester der Abendlichtprinzessin. Heute Abenteurer. Ich hatte solche Angst zu sterben. Du bist jetzt in Sicherheit. Ach, wie wunderbar. Ah, wir sind so eine Helden sind wir. So eine Helden. Das ist unglaublich. So. Ernsthaft? Ey, hier haben wir noch eine Quest. Cool. Jagd und Beutezug. Oh, hier Phönixe. So, dies sind die größten Monster aller Zeiten. Teil 2. Bereit? 7 Phönixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dann machen wir es mal. Es brennt mir gerade ein bisschen in den Augen. Oh, Naturwiderstand haben sie. Aber es hindert sie nicht daran, Damage zu fressen wie normale Viecher. Also durch diesen Debuff. So. Akkord der Macht und danach kommt Octavarium raus. Geknallt. So, Oma dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Nö. Oh, yes. Octavarium. Okay, und... Ja, schön, schön. Also die Mitte, die stirbt gleich. Und deswegen hauen wir jetzt hier nochmal eine Rankenfalle auf den ganz links. Naturwiderstand, ja. Ja, die gehen in Zwitschern. Und Einklang. Ja, warum nicht? So, der dürfte jetzt dann eigentlich auch sterben. Und hier. Ja, genau, passt doch. So, ich dachte, das geht hier ratzefatze, die sterben an den Nachwirkungen, aber nun gut, da habe ich mich ein bisschen geirrt gehabt, aber 44.856 EP ist schon eine schöne Sache. So, dann sagen wir mal hier Octavarium, können wir auch noch ein bisschen hochhypen. Und der Typ, der kann seine Axt natürlich weiter schleifen. Gut gemacht! Ja, da ist Meister Yoga mit uns sehr zufrieden, sehr schön. Hier, wir sind natürlich mit denen hier auch sehr zufrieden. Genau, sauber. Jagd! Oh, jetzt können wir hier noch...